Hallo und herzlich willkommen zu Part 2 von Wie baut man eine CPU, der Basic bzw. der Grundlagenserie zum Prozessorbauen in Logisim. Falls noch irgendwelche Fragen zum Programm selbst sind, dann stellt die bitte einfach in den Kommentaren. Also wenn ihr zum Beispiel irgendwie das Zahlensystem umstellen wollt oder irgend sowas, könnt ihr euch stellen, kann ich euch beantworten. Wenn genug Fragen aufkommen, ist es sogar mal so ein kleines Video wert. Ja, fangen wir wieder an mit der kleinen Kommentar-Beantwortungsrunde. Nummer 1. Hast du dir die Old Days Mod installiert? Nein, aber ich habe ein Alpha Resource Pack. Ich schau mal, ob ich es in der Beschreibung. Ich verlinke es mal in der Beschreibung, wenn ich es wieder finde, den Link. Ja, bitte ein GPU-Tutorial. Ja, habe ich glaube ich schon geklärt. Wird kommen, aber nicht jetzt. Ja. Man hätte doch beim zusammengesetzten Endgate das OR-Gate einfach weglassen können. Hätte man, also Stoffel 227 meint hier das aus Part 1, hätte man machen können in Logisim und in Minecraft, aber es geht erstens darum, dass ihr die Gatter, die Funktionsweisen der Gatter versteht und darum, dass man das in echt eben nicht immer machen kann, Leitungen zurückführen, weil das Signal geht dann zum Beispiel nicht nur in eine, sondern auch in die andere Richtung. Ist einfach effizienter so. Außerdem, ja, zeigt es halt dann die Funktionsweise auf, was ich ja vermitteln möchte eigentlich. Man kann übrigens auch jedes Gatter aus NANDs darstellen. Sehr gut aufgepasst und ich empfehle auch das Buch, das er gelesen hat. Wahrscheinlich, das verlinke ich mal in der Beschreibung. Wie hast du jetzt eigentlich Logisim gefixt? Video ist in der Beschreibung verlinkt, wo ich das erkläre, wie ich das fixe. Wirst du eigentlich nochmal irgendwas in Minecraft bauen zu dem Thema? Ja, werde ich, aber nicht jetzt. Der Zeitplan sieht momentan folgendermaßen aus. Basic-Serie, kleinere Videos, da könnten zum Beispiel Minecraft-Videos drankommen. Und dann die GPU, so wie es jetzt aussieht. Wenn noch irgendwas dazwischen kommt, werde ich das natürlich ankündigen. Und los geht's mit dem Video. So, jetzt geht's aber los mit Part 2. Heute werden wir die gesamten anderen, also nicht die gesamten, aber den Großteil der anderen Grundgatter besprechen. Es gibt nämlich nicht nur das Nicht, das Not, das Und, das And und das Oder, das Or Gate. Es gibt auch noch andere Formen, die sich immer aus den Grundgattern zusammenbauen. Ja, die sich aus den Grundgattern zusammenbauen lassen. Die sind sogar teilweise wirklich recht wichtig. Und deswegen ist es einfach von Bedeutung, dass wir das jetzt mal durchgehen, die ganzen Gatter. Die ganzen neuen werden vielleicht, also die Leute, die schon länger dabei sind, werden das kennen, dass es am Anfang manchmal ziemlich trocken klingen mag und man eigentlich gleich loslegen möchte, aber müsst dann doch ein bisschen geduldig sein, weil ihr, wenn euch diese grundlegenden Sachen fehlen, dann werdet ihr auch später nicht mehr weiterkommen. Wir werden in der Basic-Serie bis hin zur kleinsten Speicherverwaltung und Addieren und sowas kommen, also so kleinere Aufgaben, die uns das unser kleines Chipchen hier dann machen kann, werden wir hinkommen. Aber für alles Weitere gibt es dann andere Serien. Zum Beispiel die MM401-Serie, die verlinke ich auf jeden Fall am Ende der Serie spätestens nochmal. Okay, wir kennen das Nicht, das umdreht, das Signal. Wir kennen das AND-Gatter, das nur einen Ausgang, einen Output gibt, wenn beide an sind. Und wir kennen das Oder-Gatter, das einen Output gibt, sobald irgendeiner der beiden Inputs an ist. And nur beiden. Ja, habe ich gesagt. Und zwar gehen wir jetzt in Logisim auf Gatter. Und dann sehen wir hier eine Reihe von Gates. Von Bedorf, also kennen tun wir den Inverter, das Not Gate. Inverter, Englisch für umdrehen, invertieren. Ziemlich selbsterklärend. Das And und das OR-Gatter. Puffer werden wir weglassen. Parität werden wir weglassen und die Tri-State-Sachen werden wir auch weglassen. Fürs Erste. Fangen wir an mit dem ersten Gate, das wir nicht kennen, das NAND-Gatter. Immer wenn ihr das hier rauszieht, schauen, dass ihr hier unten bei Anzahl der Eingänge auf 2 und bei Gattergröße auf schmal geht. Gattergröße je, wie es euch beliebt, aber ich hab's einfach auf schmal. Hat man mehr Platz. Das N vor einem Gate signalisiert immer, dass der Ausgang genottet wird. Wenn man ganz genau hinsieht bei diesen Gates hier, bei den Gattern, sieht man am Ende diesen Punkt. Den gibt es auch auf dem Inverter. Also dieser Punkt steht quasi für invertieren, wenn es auf dem Gate drauf ist. Ich glaube, das hier sind die standardamerikanischen Symbole.
Die benutze ich eigentlich auch meistens. Ich glaube, da gibt es auch noch so spezielle hier für Deutschland, aber ganz ehrlich, wen juckt's? Und zwar, wir kennen ja das Endgate. Jetzt beim NAND Gate werde ich es jetzt noch einmal aus den anderen Sachen zusammenbauen, die wir alle kennen sollen. Also wir bauen zuerst ein AND Gate. So, dann haben wir das. Und jetzt muss nur noch der Ausgang umgedreht werden, quasi. Das kennen wir bereits aus dem ersten Teil. Ich werde jetzt auch die Leitungen nicht mehr allzu deutlich machen. Also ich werde jetzt nicht mehr überall einen Abstand lassen. So. Und so. Ja, so. Wobei, das könnte ich eigentlich machen, dann wird es vielleicht doch deutlicher. Doch, das mache ich so. Genau, und das N steht für Not, also genau das Gegenteil von dem, und das heißt, wir drehen einfach den Ausgang um. So, zur Funktionsweise von einem NAND, darauf kann jetzt jeder selbst kommen. Wenn man hier ein bisschen rumprobiert, und zwar geht es nur aus, wenn. Ich hole jetzt mal das von Logisim, das Standardteil, das große, damit ihr das mal auch überprüfen könnt, dass ich keine Scheiße laber mit dem Ausgang hier. So. Und zwar geht das nur aus, wenn genau das Gegenteil vom ersten, der vom normalen AND Gate eintritt. AND geht nur an, wenn beide an sind. Und in dem Fall geht es nur aus, wenn beide an sind. Dem einen oder anderen mag das jetzt vielleicht sinnlos vorkommen. Ich meine, im normalen Alltag hat man einfach mit solchen Sachen nichts zu tun, deswegen ist es eine Gewöhnungssache. Aber glaubt mir, so Sachen werden noch von großer Bedeutung sein. Zumal auch dieses kleine NAND-Gatter hier jetzt zufällig auch im Buch NAND to Tetris so ausgereizt wird, dieses Gatter, dass man da halt am Ende eine CPU hat, die hauptsächlich aus NAND-Gates besteht. Wenn ich mich nicht im Buch täusche, aber ich glaube es gar nicht. Wo man das NAND Gate hier komplett nimmt und nur aus NAND Gates, fast nur aus NAND Gates, einen Prozessor baut, der dann Tetris am Ende spielen kann. Also, Zusammenfassung bis hierher. Ein N vor einem Gatter, einem Gate, steht für Not und es dreht einfach den Ausgang um. So, wenn wir jetzt nicht gerade die Logisim-Vorlage hier benutzen, ups, dann würden wir hier auch sehen, dass hier eine doppelte Umkehrung stattfindet. Und wenn man jetzt ganz begrenzt an Transistoren ist oder sowas, dann kann man die auch einfach weglassen. Doppelte Umkehrung ist quasi nichts, also null. Also da passiert einfach nichts, doppelte Umkehrung. Ja. Und jetzt wird es auch hier nochmal deutlicher, warum das denn funktioniert, wie es funktioniert. Das OR-Gate gibt ja immer einen Ausgang, egal was für ein An ist. Egal was für ein An ist, und da die Eingänge invertiert sind, müssen halt beide an sein, damit am OR-Gate beides mal eine Null anliegt, damit hinten auch letztendlich eine Null rauskommt. Das Zeug könnt ihr eigentlich, sorry, immer machen, dass ihr die Gatter so, da gibt es auch im Internet sehr viele Erklärungen, einfach mal zerlegt, was die einzelnen Bestandteile machen. Das NOR-Gatter. Darauf könnte jetzt auch jeder selbst kommen. N steht für nicht, also Ausgang umgedreht. Und das OR. Sprich, wir nehmen ein Oder-Gatter und setzen hinten einfach ein Nicht-Gatter ran, ein Inverter ran. So. Und wieder durchprobieren. Wenn ich jetzt gar nicht wüsste, was es macht, einfach ausprobieren. Wir haben bis jetzt nur zwei Eingänge. Jetzt müssen beide an sein, damit am Ausgang nichts rauskommt. Ist ja auch irgendwo logisch. Es müssen beide an sein. Was? Ja, vergesst, es muss irgendeiner an sein, egal welcher oder auch beide, damit hinten eine Null rauskommt. Genau das Gegenteil vom Oder. Das Oder geht an, sobald irgendeiner an ist. Das Nicht-Oder geht aus, sobald irgendeiner an ist. Gibt eine Null aus. So, Versprecher passieren manchmal, aber ich berichtige mich in den meisten Fällen selber. Wenn nicht, habt ihr eine Anmerkung oder sonst was. Passiert einfach mal, wenn man ein paar längere Videos oder so macht. So viel zum Nicht-Oder. Weil hier oben mal eine Reihe von Gates machen, die wir schon besprochen haben. Ups. Wir kennen jetzt das Nicht, das umdreht, das AND,
das nur ausgibt, wenn beide an sind, und das oder das drauf scheißt, welcher an ist. Das NAND, das genau das Gegenteil vom AND macht. Und das NOR, das nicht oder, das genau das Gegenteil vom oder geht macht. Genau das Gegenteil im logischen Sinne. Ja. Die kennen wir schon. Ein weiteres Gatter ist das XOR-Gatter und das wird später nochmal unser bester Freund und Helfer, sage ich mal, sein. Mit dem Teil kann man echt viel anstellen. Und das lässt sich eigentlich ziemlich cool zerlegen, dann sehen wir auch wieder, was was macht. Und zwar, erstmal kurz zur Funktion von diesem XOR, ich nehme jetzt gerade das Standard von Logisim. Das XOR, das entweder oder, das, also das X hat jetzt keine besondere Bedeutung jetzt in dem Fall, nicht so wie N, hat's doch, aber ist jetzt erstmal unwichtig, gibt eine 1 aus, sobald entweder der obere an ist, entweder der untere, aber weder dürfen beide aus sein, noch dürfen beide an sein. So komisch das für die Neuansteiger jetzt auch klingen mag, dieses Teil wird nochmal ziemlich wichtig sein. Denn, wie ich in der ersten, glaube ich, schon gesagt habe, es geht wirklich nur darum, wie wir einen bestimmten Eingang auf dem Weg zum Ausgang so verarbeiten, dass die CPU das macht, was wir wollen. Im Extremfall, in den heutigen CPUs, ist es wirklich extrem, also aufs übertriebenste Maße ausgereizt, und es geht ja immer noch weiter. Aber für die Sachen, die wir machen, ist es eigentlich auch schon ziemlich faszinierend, wie wir aus so einem 1 und einer 0 wirklich für den Anfang rechnen lassen können. Später speichern, später irgendwelche kleinen Textausgaben aus ROMs und sowas lesen können. Also, falls ihr begeistert von dem Thema seid, ich verstehe gut, ich glaube, jeder versteht gut, warum der jetzt das Video schaut und bis hierhin durchgehalten hat. Und das X oder das werden wir jetzt einfach mal zerlegen, uns danach durchgehen. Zwar theoretisch könntet ihr jetzt mal irgendwie, keine Ahnung, als Fleißaufgabe oder sowas, selbst die Endgates noch beim Bauen zerlegen, weil die Endgates können wir theoretisch auch mit drei Nichts und einem Oder, drei Nichts, ja, drei Not-Gates und einem Oder-Gate bauen, um so auf das gewünschte Ergebnis zu kommen. Ganz wichtig hier ist jetzt die Verbindung von den Eingängen. Und zwar, aufgepasst, der erste Eingang, wir haben zwei Endgates. Kurz nochmal schnell. Es funktioniert wie ein XOR. Also, ihr habt eure XOR-Funktionsweise und damit wäre dieser Block ein gültiges XOR, hätte den Einstellungstest bestanden. Und zwar, der erste, fangen wir an, wir haben zwei Endgates. Fangen wir so an. Okay, wir haben zwei Endgates. Und vor den oberen linken Eingang setzen wir ein Nicht und vor den oberen Eingang, wir setzen ein Nichtgatter vor den linken Eingang des oberen und vor den rechten Eingang des unteren. Wenn wir jetzt von der Richtung drauf schauen. Der genichtete, der geinvertierte Eingang, ich werde es einfach invertiert sagen, des ersten Endgates ist gleichzeitig der nicht invertierte, der normale Eingang des zweiten Endgates. Andersrum ist es eben nur andersrum. Also, ups. Und zwar, ich werde jetzt hier nochmal den Abstand hier verkürzen, ist es hier so, dass der nicht invertierte Eingang des ersten Endgates der invertierte des zweiten ist. Das wird dann noch mit so schönen Knöpfchen verbunden. So. Und dann haben wir hier natürlich zwei Ausgänge. Die müssten wir jetzt mit einem Oder-Gate einfach noch zusammenführen. Diese zwei Ausgänge sind sozusagen gleichwertig. Es interessiert uns nicht, ob der oder der an ist. Hauptsache, irgendeiner von den beiden ist an. Das reicht für unser Ergebnis, damit es richtig ist. So. Breakdown quasi. Wenn wir jetzt einfach mal schauen, wie die Leitungen sich verhalten, wenn beide aus sind,
hat jedes Endgate, hat keins der Endgate die Bedingung erfüllt, dass irgendwas an ist. Also dass er, dass beide an sind. Das Endgate gibt er nur aus, wenn beide an sind. Sobald beide aus sind, hat keins dieser beiden Endgates die Bedingung erfüllt, dass beide an sind, damit es einen Ausgang gibt. Es ist ja in dem Fall wirklich egal, welches Endgate ausgibt. Drehen wir jetzt aber mal den ersten Schalter auf 1, wird sich der hier umdrehen. Der wird auf 0 springen, also das oberste Endgate schaltet auch schon mal aus. Aber da der zweite Ausgang nicht aktiviert ist, bleibt der 0 hier invertiert und sorgt so dafür, dass der nicht invertierte, das nicht invertierte Signal zum zweiten Endgate gehen kann und hier eben die Bedingung erfüllt. Und da, wie schon zum dritten Mal oder so, die beiden Ausgänge völlig wurscht sind, wer davon an ist, haben wir unsere 1. Genau geht es andersrum. Wenn wir hier anschalten, wird der hier ausgehen. Dafür wird der aber nicht beeinflusst werden, weil der hier ausbleibt. Aber der nicht invertierte hier wird angehen. Also, bumm, Bedingung wieder erfüllt. Jetzt haben wir schon mal dieses Entweder-Oder. Entweder der obere oder der untere. Aber nicht beide. Das ist das Wichtige beim XOR-Gate. Beide dürfen nicht an sein. Jetzt sehen wir wieder, sobald wir beide anmachen, schließen sich ja automatisch schon mal die beiden Endgates aus, weil beide einmal invertiert sind. Damit hätten wir das XOR-Gate auch durch. Ich hoffe, die Funktionsweise ist klar. Das werde ich jetzt einfach mal so hier hochstellen und das normale XOR-Gate da drunter setzen. So. Können wir noch schön beschriften. Not and or. Wegen solchen Sachen sind die Videos einfach immer so lang, weil ich die Kacke währenddessen beschrifte und nicht vorher. Aber ich meine, es ist ja live quasi. Also ich habe ja kein Skript in dem Sinn jetzt. So. Falls also irgendwelche Baupläne von einem zusammengeschraubten Gate irgendwie nochmal anschauen wollt, könnt ihr einfach hier pausieren. Ja, dann das XNOR-Gatter. Das können wir auch noch schnell bauen. Und zwar kleben wir einfach hier oben einen Inverter hin. Können wir wieder ausprobieren. Das ist jetzt lustig. Weil mir gerade kein Beispiel einfällt, wo. Obwohl, doch, doch, tut es. Ja, das XNOR-Gate ist einfach genau das Gegenteil vom Entweder-Oder, und zwar ein Nicht-Entweder-Oder. Also, es dürfen beide auf sein, aber nicht entweder der oder nicht entweder der. Beide an sein juckt es auch recht wenig. Es ist Aussagenlogik quasi. Ja. Das ist aber jetzt nicht wichtig für uns. Also für das XNOR kopieren wir den ganzen Batzen, schieben ihn hier rüber und kleben am Ende noch ein Inverter hin. Und damit hätten wir unser XNOR. Ja, zur Vollständigkeit halber werde ich jetzt auch nochmal das Logisim-Teil hier hinschieben. Es gibt da jetzt noch so andere Dinge, wie jetzt zum Beispiel hier die Tri-State. Puffer, die gehen uns aber jetzt erstmal nichts an. Die Gates werden sich später mal super zusammenschalten lassen, damit wir da größere Sachen mitmachen können. Zum Beispiel, ich glaube im. Nee, werde ich nicht. Nee. Damit hätten wir auch die wichtigsten Grundgatter, die wir für die nächsten Folgen brauchen werden, abgehackt. Und wenn ihr das jetzt verstanden habt, dann könnt ihr euch selbst mal applaudieren, weil dann seid ihr aus dem Gröbsten für die nächsten Videos raus. Wenn ihr das versteht, dann werdet ihr auch verstehen, wenn ich von einem, also was dann passiert, wenn ich zwei NANDs zusammenschalte, den Ausgang NOR und ein XOR dahinter setze mit einem Kontroll. Also ihr werdet dann verstehen, wie die zusammen funktionieren, wenn ihr immer die einzelnen durchgeht. Und wie gesagt, es kann am Anfang recht hilfreich sein, wenn ihr jetzt zum Beispiel, einfach um euch selbst zu testen, statt hier ein Endgate hinzubauen, einfach unsere Variante vom ersten Teil mit dem Endgate, mit den zwei Nots, dem OR und dem invertierten Ausgang hinter setzt und das als ein Endgate benutzt, dann wird es nochmal eine, als Endgate benutzt, dann wird es nochmal eine Spur deutlicher, was innen drin eigentlich passiert. So viel eigentlich zu Part 2.
Ich werde das Video nochmal durchschauen und schauen, dass ich keine Kacke irgendwo gelabert hab. Und deswegen achtet einfach auf die Textstellen, die manchmal erscheinen. Also das ist wirklich kein Zuhörvideo, sondern es ist quasi ein Anhören und dann mal selbst probieren Video. Ich würde es persönlich nicht so machen, dass ich das Video anschaue, irgendeine Stelle sehe, pausiere, irgendwie ein LogiSim das abbaue oder so. Ich würde mir entweder den Block ab anhören, zum Beispiel wie ich jetzt vorhin das Exo erklärt habe, komplett anhören. Es ist jetzt auch blöd, dass ich es danach sage, aber das könnte ich für den nächsten Video merken. Dass ich immer entweder blockweise macht, bis ich etwas fertig erklärt habe. Dann das versucht nachzubauen, ohne mich sprechen zu hören oder ohne mich vor 2 Sekunden sprechen gehört zu haben. Und euch dann quasi zu prüfen. Ich meine, es gibt keinen Test, ihr müsst wirklich nicht gefrustet sein. Das ist ganz normal, wenn man es am Anfang überhaupt nicht checkt, was ihr hier hört. Warum und so. Das kommt aber. Und vor allem, wie gesagt, wenn es euch hilft, dann brecht diese Gatter einfach auf. Und schaut euch wirklich im Einzelnen an, was ganz tief drin passiert. Und wie gesagt, ihr könnt immer den Vergleich vor Augen halten. Mehr als sowas. Der ist jetzt noch ziemlich zusammengeschalten oder ausgereizt oder sowas. Aber mehr als diese Teile. Eigentlich ganz streng nicht mehr als diese Teile. Und nochmal strenger nicht mehr als der und der. Mehr passiert wirklich nicht auf dem Prozessor, egal was ihr gerade habt, mit dem ihr gerade dieses Video schaut. Also, ja, ist immer ein lustiger Vergleich. Ich habe schon wieder so überzogen, weil ich am Ende ist einfach hier freiweg laber. Ja, bei Part 3 mal schauen, was wir da machen werden. Ich hatte vor, Auswahlschaltungen zu machen, aber es ergibt jetzt irgendwie keinen Sinn. Deswegen werden wir, glaube ich, schon mal. Ich werde sehen. Ich werde sehen. Wie auch immer, ich nerv euch nicht weiter. Tschüss.